Guten Abend. Hi, schön, dass ihr da seid. Ja, wie ist es jetzt hier als erstes rauszugehen? Ganz entspannt eigentlich. Freust du dich drauf? Auf jeden Fall, ja. So we fly. Was uns motiviert, wir möchten hier so ein bisschen Schwung in die Stadt bringen. Wir möchten einfach Veranstaltungen organisieren, die Leute ein bisschen kitzeln, mit zu agieren. Wir wissen, dass junge Leute das können und dass sie natürlich auch sehr vielseitig kulturell interessiert sind, aber wir wissen natürlich auch, dass die am besten selbst wissen, wie sie auch ihre Artgenossen in Anführungsstrichen ansprechen, also die jungen Leute, die in ihrem Alter sind. Da sind wir manchmal ja auch ein bisschen weit von entfernt. Also es ist gut, wenn sie es selber organisieren. Get up! Wir wollen Party! Zu dieser Veranstaltung? Ich habe es, glaube ich, gestern oder vorgestern erst gelesen. Einfach um es zu machen. Auf die Bühne zu bringen. Oder Seelentrost geben. Ich habe vor Kummer gefressen und ein Kinderlachen und den Kummer vergessen. Und da saß ich nun an meinem Küchentisch und überlegte, was ich schreibe und wusste es ganz genau über einen Ort, den ich beileibe nicht missen möchte. Dankeschön. Wie läuft die Veranstaltung bis jetzt für dich? Sehr gut. Ja, also die Zuschauer sind alle gekommen. Die Künstler sind toll, es ist abwechslungsreich. Also ich bin wirklich zufrieden. This time I will fade out tonight. Straight down the line. And they say she's in the class 18. Stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting. Der Gedanke ist schon, dass wir ein größeres Festival organisieren, aber im Grunde muss man dann auch erstmal gucken, dass so ein kleines Netzwerk sich gebildet hat, dass alle dabei bleiben und natürlich auch schon eine Ahnung davon haben, wie viel Arbeit da unterm Strich natürlich auch hintersteckt, wenn man sowas auf die Beine stellen will. Diverses mit seiner Akustikgitarre und seiner Stimme.